Sorry, Leute. Ich habe die Aufnahmetaste gedrückt. Das heißt, entweder er hat schon Teil aufgenommen. Wenn nicht, sage ich jetzt nochmal Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Risen 3. Ich weiß es leider nicht, ist mir gerade auch egal. Aber wir waren auf jeden Fall jetzt unten. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es war. Ich erzähl's nochmal kurz. Wir waren hier oben, haben uns gefreut, sind da runtergelaufen, haben nochmal mit Tenya geredet, haben auf diesen Stein geguckt, haben jetzt rausgefunden, wo wir ein Jade-Symbol und dieses starke Spinnenbein herfinden. Herkriegen. Und wir müssen jetzt zu irgendeinem Tufa, also irgendeinem Jagdspezialisten, der uns die Pantherjagd erklärt. Und ich gehe jetzt nochmal kurz zu Bahati. Bahati, genau. Die soll irgendwie doch Waffen haben. Ja, voll heftig, wie sie Waffen hat, ey. Jago-Herz brauchen wir nicht. Wir brauchen ja Panther-Herz. ND. So, aber hier müsste es doch irgendwie jetzt... Geht das hier nirgendwo so runter, dass wir uns nicht gleich vielleicht selbst norden, wenn wir runterspringen? Komm, wir drücken mal Speichern. Nee, lassen wir das. So wird das nichts, dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Da sieht es doch sehr danach aus. Da, wo wir hergekommen sind, genau. Dann werden wir jetzt nochmal zurückspacken. Können wir denn eigentlich uns jetzt mal hier... Ah ja. Können wir machen Nahkampf. Ja. Haben wir eigentlich noch was Benutzbares, was wir hier irgendwie... Wir können uns Fleisch braten. Proviant haben wir da. Grog haben wir. Ach, Grog haben wir schon runtergezogen. Der Rest ist ja... Blutregeneration. Schädelblut ist auch nicht schlecht. Geht's da runter? Gehst du da runter? Huch. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Na egal. Kann ich jetzt nicht mehr da runterziehen? Ist aber schade. Na gut. Jetzt ist mein Handy schon wieder dunkel geworden. Also, ich glaub's ja wohl. So, hier links. Ist das links, wo wir runter können? Nee, da stürzt sie genauso ab, das ist dumm. Jetzt renn doch mal, Junge. Geht doch. Nein, nicht du. Vielleicht nicht ans Feuer. Wird nichte. Schade. So, hier kommen wir her. Und wo müssen wir hin? Da rauf müssen wir. Jetzt werden wir hier geradeaus fast laufen und dann diesen Bogen wieder, so wie wir ihn kennen. Da lang, ja. Komm, ich nehme mal eine Abkürzung. So, jetzt habe ich den Weg schon wieder vergessen. Jetzt laufen wir scharf links, genau. Ach Mensch, guck mal, was das ist. Ach, was das ist. Was da ist. Ach, wie viel Lust ich jetzt schon wieder drauf hab. Junge, geh mir auf den Sack. Huch! Ja, er hat mich ja ganz schön erschreckt jetzt hier. Ugh.
So, Warzenschwein, du gehst mir jetzt auf den Sack. Huch! So. Ach, geh mir nicht auf den Sack, du scheiß Spinne. Mikrofon activated. Mikrofon activated. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Bah. Jawohl. Und jetzt auf die Fresse, genau. So, das war doch schon mal ganz gut. Da finden wir noch ein bisschen rohes Fleisch. Noch so eine Hure. Zwei solche Huren. Mensch, guck mal, wer da ist. Ach, du machst das schon für mich. Oh. Oh. Hilfe. Hilfe. Warte mir. Muss mich konzentrieren, kann nicht reden. Ach, Hure, geh weg. Huch. Das war jetzt äußerst ungünstig. Ja, Kabuki. Mach mal bitte Kabuki. Daneben, scheiße. Alter, guck dir mal an, was der für Damage macht, Junge. Du siehst aus wie ein Jäger. Chi, Mia Tadashi, Tufa der Kieler. Was macht die Jagd? Sheshu, Tadashi jung, aber guter Jäger. Chaka Hirutu, immer stolz auf Mia Maluche. Aha. Ja. Du kannst mir bestimmt etwas beibringen. Chi, doch das werde ich nicht tun. Ich kann nur erfahrene Jäger lehren. Ich habe schon so einige Viecher erledigt. Wenn Gucho will lernen von Tonka, er muss beweisen. Zwei Aufgaben habe ich für Gucho, der wollen lernen. Erlege zwei Bestien, die Unruhe in den Dschungel bringen. Wenn Gucho meistert diese Aufgabe, Tadashi wird lehren. Okay. Okay, was muss ich tun, damit du mir mehr über die Jagd beibringst? Bekämpfe deine Kabuki, deine Feinde, deine Angst. Du musst der Wildnis ins Auge blicken. Nur so kann Gucho beweisen, würdig. Ein wütendes Warzenschwein und ein gefährlicher Alligator lauern im Osten. Sieh dich beim großen Wasserfall um. Das sind deine Kabuki. Doch Kapo, Gucho. Sei vorsichtig. Ich hier warten. Weißt du, wo ich einen kräftigen Panther finde? Der schwarze Jäger kommt häufig auf unsere Insel. Gehe nach Nordosten. Dort findest du einen kleinen Altar und den kräftigen schwarzen Panther. Sehr gut, danke. Okay. Okay, okay, okay. Schwarzbildschirm, das ist wundervoll. Wir laufen jetzt da runter. Müssen wir doch, oder? Nee, falsche Richtung. Huch. Na wohl, doch, geht auch. Huch. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ah, nicht schon wieder so eine Hure.
zwei davon sind immer total ungünstig, weil du könntest die eine so locker fertig machen mit irgendwelchen Combo-Hits und dann haut die andere einfach wieder dazwischen. Boah. Nee, Schwarzbildschirm ist jetzt ganz ungünstig. Ein scheiß HDMI-Kabel, ey. Was mache ich jetzt? Ich gehe mal ins Inventar. Huch. Ja, genau. Kein Ding. Ey, Kumpel, du müsstest mir dann noch mal kurz helfen. Ja, Raka, Raka, los, mach mal, Raka. Jawohl. Oh, da finde ich Proviant. So, wo sind jetzt die anderen zwei Huren? Sehe ich, sehe was, was du nicht siehst. Das ist Goldklee. Proviant ist gut. Aber Rum wäre besser. So, wo müssen wir lang? Falsche Richtung laufen wir. Ja, genau da müssen wir lang. Alter, geh mir auf den Sack, scheiß HDMI-Kabel. Was ist das? Ach, das ist ein Waldspinnen. Los, komm. Folget mir. Na gut, sie folgen mir. Ohne Palaver. Mal bitte mitkommen. Sorry, Freunde, aber ich muss das wohl oder übel so gestalten. Wo ist er? Oh, ich glaube, ich bin gerade falsch gelaufen. Na gut, wenigstens sind sie mir jetzt nicht mehr auf den Fersen. Ich habe so das Gefühl, ich habe mich gerade verlaufen. Jetzt bin ich wieder richtig. Sind sie ja doch wieder da. Mann, ey. Macht keinen Spaß mehr. Ja, du tötest mal und ich gucke jetzt mal auf Escape, ob ich wirklich auf einfach hab. Alter Vater, da ist das eine ganz schöne Herausforderung hier. Alter, jetzt sei doch nicht so schwerfällig und roll dich doch immer mal weg hier. Diesen scheiß Vogel. Alter, der macht uns hier Damage. Fertig. Was auch immer. Nein! Oh!
Falsche Richtung. Ganz schlecht. Also so macht das ja wirklich, das ist ja... Oder bin ich zu dumm oder was? Keine Ahnung. Kann mir das vielleicht mal jemand sagen? Vielleicht einfach nur zu inkompetent bin. Ja, das komm, mach mal Kabuki hier. Nein! Och Mann, ne? Komm, ich lad mal neu. Wir müssen da irgendwie intelligent herangehen. Oh, ja. Aber nicht so. Da unten liegt eine Maki-Bäre. Alter Vater, was ist denn nur los? So. Mann, ey. Nein, oh, bin ich denn nur inkompetent, ey? Das ist ja echt der Wahnsinn. Warum, wieso schlag ich denn jetzt immer? Ich bezweifle gerade echt, ob das jetzt hier wirklich so Sinn macht, dass... Aber ich glaube kaum... Was gibt's denn noch so? Insel der Diebe. Nee, auch nicht. Predator sag ich ja auch nicht. Komm, wir gucken mal auf die Map. Seekarte. Die wollen wir genau. Waren wir in Tachanis schon? Takarigua waren wir. Kalador waren wir auch noch nicht. Komm, wir kehren jetzt mal zurück zum Schiff einfach. Machen wir jetzt das ganz Simples. Wir gehen jetzt hinter ans Steuer. Und stechen jetzt mal nach Taranis in See. Falls ich mich jetzt nicht ganz groß irre, dürften wir da noch nicht gewesen sein, ja? Taranis gefunden. Questerfolg. Da habe ich meines Wissens schon mal ein paar Infos oder beziehungsweise ein paar Previews gesehen. Also da kenne ich mich auch schon ein bisschen aus, ja. Zum Beispiel weiß ich, dass es hier wieder die Gnome so gibt. Ist das korrekt. Ist aber schön. Bist du nicht mit dem Boot angekommen?
Was für eine Fracht habt ihr dabei? Nur uns selbst. Ach so, dann seid ihr gar nicht hier, um neue Waren für das Magierlager zu liefern. Nein. Ihr Magier habt ein Lager errichtet? Aber ja. Es ist das Herz dieser Insel. Wenn du ins Magierlager möchtest, gehst du am besten zu Baker. Das ist aber schön. Rechts vom Lagerhaus die Anhöhe hinauf. Lass dich von ihm hinbringen. Ohne Führung kann es hier sehr gefährlich werden. Den Wald und den großen See solltest du vorerst meiden, wenn du nicht als Wasserechsenfutter enden willst. Alles klar. Okay. Gut, hier finden wir jetzt wieder die Gnome. Was mich sehr freut. Hier ist Safi. Wer ist er hier? Gadi. Rumhold. Ist aber ganz schön Hold darum. 20 Pakete Wurst, 35 Laibe Käse, 200 Buddeln Branntwein. 8 gepökelte Warzenschwä. Wer, wie? Was ist? Netter Hafen. Für wen ist der ganze Krempel hier? Krempel? Das ist allerbeste Ware aus den entferntesten Winkeln. Weißt du überhaupt, was für einen logistischen Aufwand es mit sich bringt, das ganze Zeug zu beschaffen? Eine sichere Handelsroute, fähige und seetüchtige Kerle, zuverlässige Lieferer. Für wen das ist, wollte ich wissen. Oh, ach so. Für die Magier natürlich. Aha. Verkaufst du auch was von dem Zeug? Nur wenn du zahlen kannst. Und wenn deine Taschen leer sind, lass dir ja nicht einfallen, hier was mitgehen zu lassen. Hatte ich nicht vor. Gut, denn ich kann genau zwei Dinge nicht leiden. Ratten zwischen meinen Waren und verlaustes Diebespack. Zeig mir deine Ware. Voll geil, wenn wir nicht hier die ganze Zeit irgendwie so fucking Schaden haben. Ach komm, die können wir verkaufen, das können wir auch verkaufen. Das können wir auch verkaufen, das können wir auch verkaufen. Die Muscheln öffnen wir erst. Schaufel, nee, die lassen wir. Komm, Krug können wir verkaufen, Löffel können wir, Messer. Meißel, Pfeife, Fernrohr, Goldpfannen können wir verkaufen. Na, die lassen wir mal. Was ist denn Rost? Nicht schlecht. Gabel brauchen wir nicht. Die Bücher, die können wir vielleicht irgendwann mal bei Gelegenheit durchlesen. Magie, benutzbares, Plunder. Aber wir haben noch 4 Kugeln. Altes Schwert. So, dann gehen wir mal Handel akzeptieren. So. Jetzt können wir mal die Muscheln hier. Wer sagt's denn? Ha. Das wird nur eine Perle. Na gut. Zeig mir deine. Dann verkaufen wir nochmal die Perle und. Ja, ja, der Stein. Das brauchen wir. Komm, dann kaufen wir jetzt mal. Wie viel kriegen wir denn rum? Blut 75, Blut 50, 60. Und dann ist aber. Da ist der Grog wirklich am sinnvollsten. Bloody Mary können wir noch. Ne, das brauchen wir nicht. Dietrich. Ein Dietrich auf jeden Fall. Jawohl, jetzt haben wir einen Dietrich. Das freut mich. Handel akzeptieren. So. Jetzt können wir nämlich erstmal wieder unseren benutzt mal was. Grog ziehen wir auf. Grog ziehen wir auf
3, dann ziehen wir den rum. Nach rum kommen, rum geht auch noch. Nur damit wir das dann... Nee, das wollen wir nicht. Einen rum wollen wir. So, ich weiß, ich überziehe schon wieder mega, aber ist mir gerade egal. Einen Bloody Mary ziehen wir hier noch hin. Haben wir noch einen Fusel? Nein, wir haben keinen Fusel mehr. Aber wir können... Ist hier irgendwo ein Feuer? Kann ich an das Feuer gehen? Kann ich hier an das Feuer gehen? Nein, ich kann nicht an das Feuer gehen. Gibt es hier irgendwo anders ein Feuer? Nein, interessant. Na gut, dann würde ich mal sagen... Ich glaube, das ist auch so gedacht, dass mein Taranis anfängt. Ach Mensch. Ja gut, das kriege ich glaube ich gerade noch so hin. Ja gut, das kann ich noch. Oh. Das ist doch toll. Ach, hier liegt noch ein Meißel. Ist hier hinten noch irgendwas? Hier liegen noch Muscheln. Kann ich die mitnehmen? Muschel erhalten. So, die können wir jetzt nämlich gleich mal... Ach ja, ich weiß. Aber ich habe gerade so viel Spaß zu spielen, deswegen überziehe ich jetzt einfach mal. Dafür wird dann die nächste Folge halt kürzer. Geschafft. Eine schwarze Perle. Das ist interessant. Die können wir doch noch mit dem Meißel jetzt verkaufen. Und ich weiß auch, dass wenn ich dort... Lol. Ne, ich will ja verkaufen. So. Altes Schwert brauchen wir auch nicht mehr. Schwarze Perle können wir wegtun. Meißel können wir wegtun. Gut, Handel akzeptieren. So, und jetzt würde ich hier drauf drücken, ja. Ich noch nicht beenden, denn wir kriegen hier nämlich noch eine Quest. Probleme, Dieben? Ja, zum Geier. Und das schmeckt mir gar nicht. Weißt du, wer dich beklaut? Bestimmt sind's die Gnome gewesen. Jemand müsste sich nachts zwischen den Kisten auf die Lauer legen. Dann würde man diesen kleinen Stinkern schon auf die Schliche kommen. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Wenn du es wirklich ernst meinst, dann findet sich da schon was. Geht's nicht etwas genauer? Auf verrostete Suppenkellen stehe ich nicht. Ach, lass dich überraschen. Ich werde schon was springen lassen. Na gut. Ich finde raus, wer dich beklaut. Sehr gut. Ich binde derweil ein paar Galgenstricke für ein paar Gnomenhälse. Nun wart's erst mal ab. Ja, ja. Denk lieber daran, wenn du dich da bei den Kistenstapeln auf die Lauer legen willst, dann musst du das nachts tun. Wenn's dir hilft, hau dich einfach in ein Bett und schlaf ein paar Stunden. Hafendiebe, genau, von der Quest spreche ich nämlich. Die werden wir dann auch bald angehen. Von welchen Kisten sprichst du? In der Nähe unseres Hafenkais findest du eine Ansammlung von Kisten und Fässern. Geh einfach vom Lagerhaus die Treppe runter und halte dich rechts. Dann siehst du den Stapel schon. Alles klar. So, jetzt würde ich doch endlich mal, oder was heißt endlich mal, jetzt würde ich folglich mal sagen, wir nehmen einen Teleportstein, das finde ich schon mal gut. So, was, da ist noch ein Goldsack. Krug, eine Spruchrolle, Hocker. Würde ich mich jetzt ins Bett legen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, wir spielen Risen 3 Titanlords nun endlich auf Taranis, weil Taranis kenne ich mich, habe ich wie gesagt schon ein bisschen mal so ein paar Infos so. Bis dann, haut rein und tschö.